vor der heutigen Sitzung des Vermittlungsausschusses haben Bundesfinanzminister Lindner und SPD-Chef Klingbeil die Unionsparteien aufgerufen, die Blockade des sogenannten Wachstumschancengesetzes aufzugeben. Die Unternehmen verdienten eine Entlastung, so der FDP-Chef gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur so schaffe man neue Dynamik. Am Abend tritt der Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat ja zusammen, um den Streit über das Gesetz beizulegen. Die Bundesregierung plant Entlastungen für Unternehmen in Höhe von 3 Milliarden € pro Jahr. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf ja schon verabschiedet. Im Bundesrat aber wird er blockiert, auch weil die Länder einen Großteil der Steuerentlastungen tragen sollen. Fragen wir mal nach bei Gitta Connermann, der Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, jetzt hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Was erwidern Sie einem FDP-Finanzminister Christian Lindner, der da sagte, lasst uns doch gemeinsam die Unternehmen entlasten und macht den Weg frei im Vermittlungsausschuss? Wenn Herr Lindner es ernst meinen würde, würde ich voller offenen Herzens sagen, sofort, ja gerne. Aber gerade das Wachstumschancengesetz zeigt ja, dass große Versprechungen gemacht worden sind. Am Ende kommt ein kleiner Ansatz heraus und den soll auch noch der Mittelstand finanzieren. Denn die Entlastung für den Mittelstand sollen getragen werden im Wesentlichen von bestimmten Branchen und das ist natürlich fatal. Aus Ihrer Sicht könnte wo eine Kompromisslinie verlaufen, weil darum wird es ja jetzt heute gehen? Es gibt im Grunde nach, was steuerliche Entlastung angeht, schon einen Kompromiss. Da geht es zum Beispiel um Abschreibungsmöglichkeiten, die wir hereinverhandelt haben als Union. Das hilft Betrieben unmittelbar. Es geht um degressive Wohn-AFA beispielsweise. Das hilft den Wohnungsbauunternehmen. Ein großer Komplex ist das Thema Agrardiesel. Die Landwirte sollen dem Grunde nach die Entlastung zahlen. Und das sind Betriebe, die es ohnehin extrem schwer haben. Jetzt haben viele Ministerpräsidenten der SPD im Vorfeld gesagt, dass sie diese Belastung falsch finden. Dazu gehört Herr Weil, Frau Schwesig unter anderem. Und jetzt haben sie die Chance zu beweisen, ob sie wirklich an der Seite des Mittelstandes stehen. Wenn wir auf den Mittelstand schauen, aber eben nicht nur, gut, der ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wird ja immer gesagt, aber wenn wir die Gesamtsituation hier im Land mal nehmen. Jetzt wird viel auf Herrn Habeck eingedroschen, auf die Ampelkoalition. Zu Teilen mit Sicherheit auch zu Recht. Aber das, was wir hier im Moment an Problemen sehen, wenn Sie ganz ehrlich auch auf die eigene Partei schauen, auf die vergangenen Jahre, wo man eben in der Verantwortung war, gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen, okay, da haben auch wir schon entscheidende Fehler gemacht, die jetzt die Ampel mit ausbaden muss? Ohne Frage hat auch die Große Koalition nicht ihr Bestes gegeben. Deswegen sind wir übrigens abgewählt worden. Es war immer viel Bürokratie in Deutschland, hohe Steuern, viele Sozialabgaben. Aber das ist jetzt explodiert. Der Normenkontrollrat sagt, es gab nie so viel Bürokratie wie heute. Die Energiekosten sind die teuersten in der ganzen Welt. Und das gilt auch für die Sozialabgaben, die wir gedeckelt hatten. Und das hat tatsächlich mit einem falschen Krisenmanagement in Deutschland zu tun. Denn alle anderen Länder haben Wachstum. Deutschland ist das einzige Land, das bei derselben Problematik wie andere Länder sie haben, Ukraine-Krieg etc. pp., aber sehr viel schlechter anschreitet. Deutschland trägt die rote Laterne und das zeigt jetzt auch der Jahreswirtschaftsbericht. Der kommt, 14:45 wird er dann vorgestellt von Herrn Habeck, der selber sagt und weiß, klar, der hat die Zahlen, das ist wirklich alles nicht prickelnd hier bei uns. Wenn Sie auf die Arbeit dieses Ministers schauen, auf seinen Umgang mit dieser Krise, was sehen Sie da und was würden Sie lieber sehen? Ich könnte Herrn Habeck nicht versetzen, um das deutlich zu sagen. Die gute Nachricht bei diesem Jahreswirtschaftsbericht ist ja nur eine. Er liegt vor, aber selbst darum gab es Streit. Die schlechte Nachricht, es steht nichts drin, sondern es ist eine Beschreibung des Dilemmas Deutschland. Unsere Wirtschaft wird komplett abgehängt infolge des schlechten Krisenmanagements der Bundesregierung und des Dauerstreits. Und mehr als eine Beschreibung findet sich dort nicht. Es fehlen Maßnahmen, dabei liegen diese auf dem Tisch. Was die Wirtschaft braucht, ist ein Befreiungsschlag bei den Steuern, bei den Sozialabgaben und bei der Bürokratie. Und alles das findet sich in diesem Bericht nicht. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir brauchen Mut. Diesen Mut bringen die Betriebe mit. Aber lasst sie doch einfach mal arbeiten. Frau Connermann, danke, dass Sie hier gewesen sind. Danke für das Gespräch. Sehr gern. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.